Die geschlossene Mühlendammschleuse in Rostock hat nun seit einigen Jahren eine unbestimmte Zukunft. Doch nicht alle können dieses kulturhistorische Bauwerk einfach ausblenden und weiter vermodern lassen. Als wir hier angefangen haben, vor nunmehr 3 Jahren, uns um die Schleuse zu kümmern, war es eigentlich vorrangig der Wille, dieses Bauwerk zu erhalten, dieses Bauwerk, als Denkmal, als Wasserweg für den Tourismus, für die Fische. Und wir es einfach nicht zulassen wollten, dass man dieses geschichtsträchtige Baudenkmal einfach zerstört und zuschüttet. Durch einen Freund bin ich da reingerutscht und mit meinen Kindern eigentlich mal mit dem Ruderboot durch die Schleuse fahren wollte, um den Kindern eigentlich das rüberzubringen, wie so eine Schleuse auch funktioniert. Einfach auch die Unterwarnung als Angler mitzuerleben. Und just in dem Moment, wie ich es eigentlich übernommen habe, wurden wir dann mehr oder weniger von der Politik überrumpelt und vor vollendete Tatsachen gesetzt, dass das Bauwerk mit mal baufällig ist und zugeschüttet werden soll, sich nicht trägt. Und da haben wir uns dann beide angeguckt und hingesetzt und gesagt, so kann es eigentlich nicht weitergehen, da müssen wir irgendwas unternehmen. Wurde die Schleuse im Mai 1884 vor allem gebaut, um eine schiffbare Verbindung bis nach Berlin für den Frachtverkehr zu ermöglichen, war sie seit Mitte des 20. Jahrhunderts vor allem eine wichtige Verbindung der Ober- und Unterwarnow, die von Wasserwanderern und Freizeitkapitänen rege genutzt wurde. Das Ursprüngliche war ja, dass als die Schleuse im Oktober 2011 zugemacht hat, es notwendig war, um diese neue Brücke zu bauen. Es war das Problem, dass die Brücke und die Schleuse hier unten gemeinsame Fundamente hatten. Das heißt, die musste man trennen. Deshalb ging es ja hier über ein paar Jahre über eine Behelfsbrücke. Deshalb musste man die Schleuse schließen. Aber es gab eigentlich damals immer das Versprechen seitens des Eigentümers, des Wasser- und Schifffahrtsamtes, wenn die Brücke fertig ist, sanieren wir die Schleuse und machen sie wieder auf. Doch das geschah nicht. Die Schleuse verfällt nun seit 6 Jahren und die Sanierungsabsichten waren schnell vergessen. Vielmehr sollte die 2015 zum Denkmal ernannte Schleuse jetzt mit Sand zugeschüttet werden, um vor allem zu gewährleisten, dass das brackige Wasser der Unterwarnow, die zur Trinkwassergewinnung genutzte Oberwarnow, nicht verunreinigt. Dank der unermüdlichen Arbeit des Mühlendammschleuse e.V. kamen nun im Mai 2017 4 Bundestagsabgeordnete, um sich ein Bild zu machen und mit den Betroffenen zu sprechen. Nun arbeitet das Ingenieurbüro in Roßlackner an einer Studie, die den Sanierungsbedarf ermitteln soll. In Roßlackner entwickelt mehrere Lösungsvarianten. Vom absoluten Super-GAU von uns für uns, also sprich Zuschütten, Bootschleppe, bis hin zu einer neu sanierten. Dort gibt es also verschiedene Stufen, die dort untersucht werden, sowohl was den Tourismus betrifft, aber auch die Wirtschaftlichkeit betrifft. Ja, und diese Lösungsvarianten werden dann, ich hoffe mal, im Januar vorgestellt. Wir beide arbeiten also intensiv an der Arbeitsgruppe mit, sind also dort von Anfang an eingebunden. Und wir sind eigentlich sehr optimistisch, dass im Endeffekt da was Gutes bei rauskommt für die Schleuse. Gegeben der Fall, dass die Schleuse wirklich saniert wird, soll sie unmotorisierte Naturneugierige im Automatikbetrieb schleusen, um die Betriebskosten möglichst gering zu halten. Dann könnten die Rostocker, aber natürlich auch Touristen, die stadtnahe Erholung auf der Warnow wieder uneingeschränkt genießen. Das gehört zu Rostock, ne? Das ist nun mal so. Also ich bin in Rostock groß geworden und ich kenne es gar nicht anders. Auf jeden Fall muss sie wieder geöffnet werden. Auf der anderen Seite sind ja auch die ganzen Bootsbesitzer, die Bootshäuser, ne? Und ein ordentlicher Verkehr auf der ganzen Warnow müsste eigentlich gewährleistet sein. Oh, ich glaube schon, dass dann der ganze Kanuverein, alle, die auf der anderen Seite sitzen, dass sie dann eben wieder die Chance haben, in die Warnow zu fahren oder in den Stadthafen zu fahren, ne? Was sie ja jetzt nicht haben, ohne alles raustragen zu müssen und auf der anderen Seite wieder einzusetzen. Das wäre ein Vorteil. Zum einen ist es so, die Oberwarnow ist Naturschutz, ein Wasserschutzgebiet und es ist wunderschön dort. Ich bin dort selbst sehr häufig mit dem Kanu lang gefahren und das ist einfach traumhaft und ich glaube eine touristische Bereicherung für Rostock. Wir kämpfen dafür und ich selber auch und andere Leute auch, alle Bürger, die kämpfen, dass sie bestehen bleibt. Das ist ein Kunstwerk von früher noch und wir als Jugendliche oder als Kind bin ich da schon immer über die Brücke gegangen oder ich bin da in der Badeanstalt gewesen und ich möchte, dass das bleibt so. Da müssen wir uns was ausdenken, auch in der Bürgerschaft. Wir sind uns, glaube ich, alle darüber einig, dass es hier nicht darum geht, wieder mit Motorbooten die Oberwarnow hochzufahren, sondern eben dem sanften Naturtourismus der Bevölkerung nahezubringen, den sensiblen Umgang mit der Natur zu schulen und, ich sag mal, auch wieder bewusst in die Bevölkerung mit einzubringen. Ob die Arbeit von Detlef Krause, Mike Vater und allen engagierten Schutzpatronen des Denkmals Früchte tragen wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass Rostock ohne die Schleuse um ein wichtiges Bauwerk ärmer werden würde.